Der Friede, die Gnade und die Barmherzigkeit Jesu Christi mit euch. Wo seid ihr? Hilfe! Wo seid ihr? Wo seid ihr Christen? Wo seid ihr wiedergeborenen Christen? Wenn die Leute nach euch rufen, wo seid ihr Christen? Ich sehe euch nicht. Wo sind die Christen, die sich Nachfolger Jesu Christi nennen? Wo sind diejenigen, die sagen, sie glauben an Jesus? Und in ihren Städten siechen die Kranken dahin. Die Leute sterben viel zu früh. Die Leute sind in Bezirkskrankenhäusern. Psychopharmaka und alles mögliche Medikamenten haben einen Zenit erreicht. Es gibt Patienten ohne Ende. Leute wissen nicht ein noch aus, sind verzweifelt. Wenn sie sterben, dann wissen sie nicht, wo sie hinkommen. Wo seid ihr? Hilfe, wo seid ihr? Wo seid ihr, die ihr euch Christen nennt? Wenn ihr euch Christen nennt und nach der Bibel lest und nach der Bibel lebt, dann geht raus, verkündet das Evangelium. Sitzt nicht immer nur drin am Sonntag und lasst euch berieseln. Geht raus, macht das, was Jesus uns gesagt hat, dass wir tun sollen, als seine Jünger. Verkündet das Evangelium, die frohe Botschaft. Die Leute brauchen Mut. Wir haben die beste Botschaft der Welt. Ist uns das nicht bewusst? Geht raus, verkündet es. Geht zu den Leuten, die krank sind. Legt die Hände auf. Und Jesus wird es diese Treue belohnen und wird mit Zeichen und Wundern mit euch mitgehen. Geht raus, treibt die Dämonen aus. Ja, wenn jemand irgendwie depressiv ist, das ist ein Dämon. Dann muss er nicht jahrelang Psychopharmaka nehmen. Sondern wir haben Vollmacht bekommen als Christen. Geht raus, legt die Hände auf. Wir haben es immer wieder erlebt, wir erleben es. Der Dämon wird ausgetrieben, die Menschen sind wie umgedreht, komplett, sofort. Halleluja, wir haben die Kraft, wir sind die Nachfolger Jesu Christi. Wo seid ihr? Hilfe! In so vielen Städten sind Leute verzweifelt, müssen von einer OP zur anderen. Sind krank, haben Schmerzen. Und die Gemeinden sind am Sonntag gefüllt oder auch nicht gefüllt. Und die Leute sind krank und keiner weiß, wer ihnen helfen kann, wenn nicht Jesus. Wenn ich doch in eine Gemeinde gehe am Sonntag, wenn ich in eine Kirche gehe und wenn ich Jesus anbete, wieso kann ich dann Gemeinden haben, die krank sind? Wieso gibt es in den Gemeinden so viele Kranke? Wir machen irgendwas nicht richtig, Leute. Wacht auf! Besinnt euch der Wahrheit. Die Wahrheit steht in der Bibel. Lest die Bibel. Jesus ist für uns gestorben am Kreuz. Er hat unsere Sünden genommen, aber er hat uns auch Vollmacht gegeben, wenn wir an ihn glauben. Halleluja! Wo seid ihr? Seht ihr nicht die Leute draußen auf der Straße, wie sie rumgehen? Verzweifelt. Von einem Vergnügen zum anderen. Die Lösung suchend. Nicht wissend, wohin sie gehen. Verloren sind für die Ewigkeit. Krank sind. Wir haben die Lösung. Und lernt es endlich, in der Gemeinde Vollmacht zu haben. Nicht nur das Gebetsteam vorne mit den Schildern, Gebetsteam. Da, sehen Sie mal da, Gebetsteam. Und dann sollen wir beten. Nein, alle können beten. Wir sollen alle die Hände auflegen. Wir sollen alle das Evangelium predigen. Wir sollen alle Dämonen austreiben. Wir sollen alle taufen und Jünger machen. Nicht nur die Pastoren. Und wir sollen alle die Toten auferwecken. Halleluja, wachen wir auf. Wo seid ihr? Hilfe! Schaut doch in die Städte. Wie viele Kranke, verzweifelt, auch unter den Christen, denken, es gibt keine Hilfe, rennen von einem Arzt zum anderen. Wo seid ihr, ihr Christen in der Vollmacht? Wo ist die Apostelgeschichte von damals? Warum gehen wir am Sonntag eigentlich in die Gemeinde? Warum? Um uns einfach berieseln zu lassen und wieder heimzugehen, ein gutes Gewissen zu haben. Das wird uns nicht helfen. Am Tag der Abrechnung wird es uns nicht helfen. Jesus hat uns Talente gegeben. Und wenn wir unser Talent nicht leben, dann heißt es, werden wir rausgeschmissen, wo die ewige Finsternis und Verdammnis ist und das Heulen und das Zähneknirschen. Werden wir uns dessen bewusst. Wir arbeiten hier nicht mit Angst und es gibt keine Angst mehr für die, die in der Liebe sind. Und es gibt auch keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind, die nach dem Geist wandeln und nicht nach dem Fleisch. Aber Hilfe, wo seid ihr? In all den Gemeinden, wo so viele Kranke sind.
Hey, fangt an! Ihr seid die Vollmacht! Ihr habt die Vollmacht, wenn ihr an Jesus glaubt, wenn ihr wiedergeboren seid, wenn ihr getauft seid, wenn ihr im Heiligen Geist wandelt, in Zungen sprecht. Ihr seid in der Vollmacht! Legt die Hände auf und heilt eure eigenen Geschwister. Die Gemeinde muss gesund werden und dann seid ihr das Haus, wo die Kranken von der Welt reinkommen, Jesus kennenlernen, die Vollmacht kennenlernen und dann kann das Ganze losgehen. Hilfe! Wo seid ihr? Seid ermutigt! Lest die Bibel! Schaut euch die Videos von Torben Sondergaard an, von Todd White, von Tom Laut. Sucht euch die letzte Reformation Deutschland mit dem Pastor Piet. Ihr habt wunderbare Zeugnisse. Lasst euch ermutigen. Und wenn es in eurer Gemeinde nicht gepredigt wird, dann holt euch die Information vom Internet. Holt euch die Wahrheit, wo sie zu haben ist. In der Bibel und im Internet. Glaubt aber nicht jedem Geist. Aber schlaft nicht ein in eure Gemeinde. Schlafen ist nicht unsere Aufgabe. Wir sind Christen. Wir sollen kämpfen. Den guten Kampf, hat Paulus gesagt. Seid ermutigt. Geht raus. Die Leute brauchen uns. Wir haben die wertvollste Aufgabe. Und wir gehen wieder auf die Straße und heute Nachmittag und die Leute werden geheilt und Dämonen werden ausgetrieben. Und die Freiheit Jesu Christi zieht durch die Straßen das Feuer des Heiligen Geistes. Halleluja! Wow, das ist unsere Aufgabe. Seid mutig und unverzagt. Lasst es uns gemeinsam tun. Lasst uns die Ernte einfahren für den König der Könige. Halleluja! Seid ermutigt. Nehmt euch zusammen. Nehmt eure Geschwister und geht raus. Fangt an. Fangt an, der Sieg ist unser, denn Jesus ist der Sieger und wir sind seine Knechte. Halleluja. Halleluja. Servus aus Niederbayern.